أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته unsere lieben Online-Zuschauer wir machen heute weiter mit unseren Fragekarten ich lese Fragen vor und ihr wollt die Antwort wissen könnt ihr sie in den Kommentar schreiben mein Instagram Und ansonsten werde ich auch ein bisschen was dazu erklären. Inshallah, wollen wir dann auch schon gleich starten mit der ersten Frage. Welche drei intelligenten Geschöpfe hat Allah erschaffen? Also Allah hat natürlich sehr viel erschaffen. Von den meisten wissen wir, von vielen wissen wir auch nicht. Aber drei wesentliche Schöpfungen, welche Allah erschaffen hat, sollten uns bekannt sein, sollten uns bewusst sein. Welche sind die? Natürlich, klar, wissen wir nicht. Der Mensch, der Engel und der Dschinn. Das sind die drei Wesen, die Allah subhanallah geschaffen hat. Und zu den dreien gibt es natürlich auch Unterschiede. Die Engel, die sind aus reinen Nur, arabischer Begriff Nur, ist Licht, also ein reines Lichtwesen. Ihre Eigenschaften sind, dass sie keinen eigenen Willen haben, also somit kein Nefs, sie nicht sündigen können, sie aber sehr wohl Verstand haben, Wissen zu unterscheiden zwischen Gut und Bös und sich Gedanken machen können, aber sie widersetzen sich dem Befehl von Allah subhanallah nicht. Allah subhanallah sagt und die Engel machen das. Und dann gibt es den Dschinn. Der Dschinn ist ein ähnliches, aus ähnlichen Feuer erschaffenen Wesen, also ganz aus Feuer nicht, aber rauchloses Feuer, so in etwa heißt es im Koran, aber kann man viel darunter verstehen. Auf jeden Fall für uns Menschen unter normalen Umständen sind sie nicht wahrnehmbar, sind sie nicht ersichtlich. Also Dschinn können wir weder sehen noch hören in ihrer Welt, in der sie leben. Sie haben allerdings die Eigenschaft, sich für uns Menschen sichtbar zu machen. Entweder indem sie andere Körperformen annehmen oder indem sie sich in ihrer Form den Menschen zeigen. Das ist ihnen möglich. Sie verfügen also auf dieser Welt um mehr Talente gegenüber den Menschen. Die Dschinn, ihre Eigenschaft ist, sie können fliegen, sie sind sehr stark, sind sehr große oder ganz kleine Wesen. Also gegenüber dem Mensch, der wohl ziemlich gleich ist, haben die Dschinn ganz andere Voraussetzungen. Aber sie haben eins mit den Menschen gleich, sie haben ein Nefs, also einen freien Willen, und sie müssen sich genauso wie der Mensch, Allah subhanallah, für die Taten verantworten. Es gibt unter den Dschinn Gute und es gibt Schlechte, also es gibt unter den Dschinn Muslime und es gibt Kuffar. Kafirs, genauso wie bei den Menschen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind wir Menschen, die Allah subhanallah geschaffen hat, ebenfalls mit dem freien Willen. Gegenüber den Dschinn sind wir Menschen ziemlich gleich und haben nicht so viele Fähigkeiten. Wir sind also nicht extrem klein oder extrem groß. Bei den Dschinn können die Wesen von 30 bis 40 Meter groß werden und können sehr klein sein mit ein paar Zentimeter, was der Mensch natürlich so nicht ist. Der Mensch seine Kleinigkeit vielleicht von 1,5 Meter oder 1 Meter, gegebenenfalls bis 2 oder höchstens 2,50, 3 Meter, mehr ist von der Spanne nicht drinnen. Ebenfalls das Lebensalter von den Dschinn ist auch sehr unterschiedlich. Gegenüber den Engeln habe ich noch nicht erwähnt. Die Engel, sie werden aufgrund des Geheißes von Allah subhanallah geschaffen. Sie zeugen sich also nicht. Und die Engel sterben deshalb auch nicht aufgrund ihres Alters, was auch immer. Sie bleiben immer gleich in ihrer Phase, wie sie erschaffen wurden. Sie werden einfach sozusagen erwachsen erschaffen. Und sie erleiden erst dann einen Tod am Tag von Qiyamah, am Tag, wenn die Welt untergehen wird. Aber sie sterben nicht wie wir aufgrund von Altersschwäche, was auch immer. Der Dschinn allerdings schon. Der Dschinn stirbt genauso aufgrund von Altersschwäche wie der Mensch oder aufgrund von Töten, wie es die Menschen auch machen. Nur ihre Lebensdauer ist wesentlich unterschiedlich. Sie können bis über 1000 Jahre erreichen eines Lebensalters. Also die Lebenserwartung kann sehr groß sein. Der Mensch, seine größte Zeit, ja, war mal früher von Adam und noch die Zeit auch so 1000 Jahre in etwa. Die Dschinn haben das erhalten. Ob es bei den Dschinn jetzt auch so viele Lebewesen gibt, bei den Menschen, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass es vielleicht weniger gibt, weil vielleicht auch ein größeres Alter haben, längere Lebenserwartung, vielleicht brauchen sie gar nicht so große Ansammlung. Aber es gibt auf jeden Fall Dschinn, auch in alle Ländern sind sie vertreten. Was die Religion betrifft, die Dschinn nehmen sich sehr oft den Menschen als Vorbild und das natürlich auch dann in den religiösen Sachen.
In einem Land zum Beispiel, wo die Menschen sehr christlich sind, sind die Dschinn auch sehr christlich geprägt. Wo sie atheistisch sind, sind sie atheistisch geprägt. Und wo sehr viele Muslime sind, sind sie muslimisch geprägt. Das eignet sich die Dschinnwesen an. Der Mensch hingegen, er forscht alles selber, er nimmt sich da keine Vorbilder gegenüber den Dschinn. Allerdings natürlich nicht, Dschinn nicht allgemein ist, das nur von Menschen abschauen. So, das sind die drei Wesen, die Allah Subhanahu geschaffen hat. Der Mensch und der Dschinn, sie haben den freien Willen. Für ihr Tun und Handeln müssen sie später vor Allah Subhanahu Rechenschaft ablegen. Und alle beiden Völker hatten Propheten. Die Dschinn hatten Propheten unter ihrer Welt und die Menschen. Aber der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist als Abschluss für alle Welten gekommen als Prophet. Was wir unter alle Welten verstehen, wissen wir natürlich nicht. Wird sich vielleicht in späteren Jahrhunderten, Jahrzehnten herausstellen. Auf jeden Fall, was wir jetzt wissen, unser Prophet Mohammed ist gekommen für den Menschen und für die Dschinn als Abschlusspropheten. Es kommt kein neuer mehr danach. Und das ist das Einmalige, dass eben ein menschlicher Prophet auch für die Dschinn zuständig ist als letzter Gesandter. Und der Prophet Mohammed hat auch von Allah Subhanahu die Begabung bekommen, dass er unter den Dschinn in ihre Welt eintauchen konnte, also in ihre Welt gehen konnte, seine körperliche Struktur eben einfach so angepasst hat, dass er bei den Dschinn ersichtlich wurde. Und wenn er in die Welt der Dschinn eingetaucht ist, dann war er für die Menschen nicht mehr sichtbar. Das sind eben diese drei Lebewesen. Die Dschinn sterben und werden auch auferstehen zum Tag, werden geboren und sterben. Ihre Wesen natürlich ganz anders. Sie sehen hässlicher aus in Bezug zu den Menschen. Der Körper ist auch ein wenig anders, sind sehr kräftig, aber sie haben auch Kopf, Arme, Füße, ein bisschen anders entstellt wie wir Menschen. Also nicht in dieser Art und Weise, aber sie stehen irgendein Geschöpf schon da, so ist es nicht. So recht großes gibt es nicht viel zu sagen. Der Mensch kann von sich aus nicht in die Dschinnwelt eintauchen, aber die Dschinn haben die Möglichkeit, den Menschen mit in ihre Welt zu nehmen. Das ist auch schon zur Zeit oder nach der Zeit des Propheten passiert mit Sahaba, dass ein Sahaba entführt wurde von den Dschinn und dann später auch wieder entlassen wurde und zu den Menschen zurückkehrte und davon berichtete. Es ist möglich, aber der Mensch selber diese Möglichkeit nicht, er ist sein Ding. Dafür im Jenseits hat der Mensch dann gegenüber den Dschinn, also im Paradies, Möglichkeiten, was der Dschinn dann nicht hat. So, das wäre das Notwendige zu den Menschen und Dschinn. Die drei Geschöpfe, die Allah geschaffen hat, sind Engel, Dschinn und Menschen. Dschinn sind einfach sowas wie Geisterwesen. Wie viele Religionen hat Allah der Menschheit gegeben? Wir haben ja sehr viele Religionen. Die größten Religionen sind uns ja bekannt, weil es ja von der Mehrheit der Menschheit getragen wird. Dazu zählt der Islam, das Christentum, das Judentum, der Buddhismus, Hinduismus. Ja, sind jetzt glaube ich schon mal die ganz großen fünf. Und dann gibt es noch ein paar bisschen größere und dann gibt es eben sehr viele kleine. Und dann gibt es sehr viele Sekten, die wo regional ihre Anhänger haben. Und damit sie kräftig ihr Geld scheffeln. Also, was sagt er? Wie viele Religionen hat Gott geschaffen? Zum Beispiel diese fünf großen Religionen, was wir kennen, hat sie Allah geschaffen? Kommen sie von Allah? Hat er ihnen Propheten geschickt und Bücher geschickt, dass die Menschen dann diese folgen sollen? Was denkt ihr? Also, ich löse es auf. Allah Subhanahu hat immer nur eine einzige Religion geschickt und gar keine. Der Begriff Religion an sich ist islamisch gerecht auch schon nicht richtig, sondern Allah Subhanahu hat eine Lebensweise geschickt, nämlich Din, der arabische Begriff Din, was auf Deutsch gern als Religion wiedergegeben wird, heißt nicht Religion, sondern korrekterweise heißt es Lebensweise. Ihr eure Lebensweise wie unsere Lebensweise, was zum Beispiel in der Sure 109 Kafirun den Menschen zugeworfen wird. Din bedeutet Lebensweise. Wir haben unsere islamische Lebensweise, die haben ihre atheistische Lebensweise, sie haben ihre christliche Lebensweise, ihre jüdische Lebensweise oder buddhistische Lebensweise, je nachdem, Teufelsanbetungslebensweise, wie sie halt den Dingen folgen. Allah Subhanallah hat Propheten geschickt. Und die Propheten hatten immer nur einen Auftrag. Und das hat Adam a.s. von Anfang bis zum letzten Prophet Mohammed a.s. gemacht. Und der erste Satz, was sie jeder Prophet an seinem jeden Volk verkündet hat, La ilaha illallah.
Sprich, es gibt keine Gottheit außer Allah. Das war die Botschaft, die jeder Prophet gebracht hat. Die Unterscheidung von den Propheten war nur in der scharia-mäßigen Auslegung. Da haben die Propheten unterschiedliche Scharia gebracht. Scharia bedeutet einfach Gebot. Scharia bedeutet nicht irgendwas Todesstrafe, was es hier gern so dargestellt wird. Scharia sind einfach Gebote, Verordnungen, Gesetze, fertig. Das ist der Begriff von Scharia. Und die haben Propheten unterschiedlich gehabt. Also bei Adam hat natürlich bestimmt ganz wenig Scharia-Punkte gebraucht, bei Noah vielleicht auch noch, und dann haben sie sich einfach gesteigert. Bei Moses waren es dann schon wesentlich mehr, und der Abschluss beim Prophet Mohammed zu sein, haben wir einfach ein allumfassendes Scharia-Gebot bekommen, dass die Menschen ein gottgefälliges Leben praktizieren können. Aber der Aufruf zum Schöpfer, den Schöpfer zu dienen, war immer ein einziger. La ilaha illallah. Höre Israel, euer Gott ist eins. Verkündete Moses seinen Ding. Selbst Jesus sagte, höre Israel, euer Gott ist eins. Und die Schlaumeiers, die wohl das Christentum geprägt haben, legen das dann ganz anders aus und haben daraus einen Gottessohn gemacht und haben aus Gott drei gemacht. Gott, den Heiligen Geist und den Sohn. Was nicht korrekt ist, der Koran spricht es auch darauf an, auch in der Bibel findet sich direkt so gar nichts, sind alles Auslegungssache, ist eh das Beste. Die Bibel wird einfach ausgelegt, wie es jeder mag, jeder gruscht darum und legt es aus, Alhamdulillah, Allah subhanahu hat uns das im Islam erspart. Also, der Schöpfer der Welt, der Himmel und der Erden hat immer nur einen einzigen Lebensweg gegeben. Und der Lebensweg war einfach immer ein Gottergebener zu sein. Und ein Gottergebener, der arabische Begriff ist einfach davon Muslim. Nichts anderes. Es gab kein, Gott hat kein Christentum geschaffen, hat kein Judentum geschaffen und gar nichts. Der Judentum, Religion als Judentum ist ja auch ein falscher Begriff. Was Gott gegeben hat, was Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, beim Propheten Jakob sagte Allah subhanahu wa ta'ala, nenne du dich jetzt Israel, nämlich die 12 Stämme Israel, um die vielen Stämme zu vereinen. Aber Israel selber ist kein Begriff für eine Religion. Das hat das Volk dann später selber draus gemacht, beziehungsweise die Nicht-Israeliten haben daraus den Namen, der Begriff, eine Religion gemacht. Und sonst gar nichts. Eigentlich, das Volk Israel ist einfach nur ein Stamm, eine Rasse oder eine Bevölkerung, wie man sagen möchte. Allah sagt zu Jakob, nenne dich heute Israel, nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und aus ihnen gehen dann die 12 Stämme Israels hervor. Und da unter den Stämmen gab es dann die Judäer, von denen der Begriff Juden abgeleitet wurde. Und diese Judäer war einfach zum Schluss, zur Zeit von Jesus, der größte Stamm. Und haben sie ja verteilt, das Volk Israels, weltweit kann man sozusagen sagen. Und in Palästina war eben der größte Stamm die Judäer, die Juden. Und darum hat man auch den Begriff einfach Juden gegeben. Und siehe an, der Juden, der Gott der Juden, und so hat sich der Begriff Judentum herauskristallisiert. Und auch die Juden haben dann diesen Gebrauch wahrgenommen und sagen, wir sind Juden. Oder auch als religiöser Begriff. Aber korrekterweise, in der Lehre des Judentums gibt es die Religion Juden genauso nicht, den Judentum genauso nicht. Und die wirklich altorthodoxen Juden, wenn man seinen Begriff Juden bezeichnen möchte, die halten dran an ihrem wahren Glauben und sagen nicht, ich bin von der Religion her Jude. Israel ist es. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen nicht beauftragt, eine Religion zu machen. Die Menschen haben das Christentum daraus gemacht, haben Buddhismus daraus gemacht. Da hockt ein Weiser, ein Prophet, gehen wir mal davon aus, unter einem Baum. Und die Menschen haben daraus den Buddha gemacht. Und so alles andere. Und wir sehen die Wahrhaftigkeit. Der Islam ist einfach die einzige Religion, die sich wirklich in den Ursprüngen erhalten hat. Es hat natürlich im Laufe der Zeit schon versucht, da Veränderungen vorzunehmen. Es gibt so einen kleinen, so einen Baum, wo ein paar Stacheln davon gegangen sind, wo versucht hat, was abzugeben. Aber der Hauptstamm ist gleich geblieben, ist unverändert geblieben. Wir heute praktizieren den Islam, wenn auch ein bisschen nicht so korrekt, aber den Islam, so wie der Prophet Mohammed zu dem gebracht hat, und davon das Beste und das Wichtigste ist nämlich das Gebet. Die 5 Gebete, an denen wir festhalten, das Stehen, das Verbeugen, das Niederwerfen, was sich festgehalten hat, an dem halten wir fertig, und das haben wir bis heute noch. Also, Allah subhanahu wa ta'ala, oder möchtet ihr Gott nennen, wie auch immer, er hat nur immer einen Lebensweg vorgegeben, und dafür hat er Propheten geschickt. Und Propheten wären nicht notwendig gewesen, wenn die Menschheit von Adam seiner Zeit aus nichts verändert hätten. Aber der Mensch
Er neigt gerne dazu, sich selbst etwas zu kreieren, sich selbst zu machen. Das ist natürlich auch im Plan von Allah Subhanahu so drin gewesen, denn das Leben besteht ja als eine Prüfung. Und wir werden verschiedene Prüfungen ausgesetzt. Aber die Prüfung sollte nicht dazu führen, dass wir in Verdammnis geraten. Deshalb hat Allah Subhanahu wa immer wieder Propheten geschickt. Denn wir sehen nach Zeit von Adam hat man schon angefangen, sich selbst Götter zu machen. Der Mensch scheinbar tut sich schwer zu sagen, es gibt einen Schöpfer, den ich nicht sehe, der aber mich sehe. Nein, sie wollen etwas haben, wo sie auch sehen können. So haben sie angefangen, aus Holz, aus Steine, was auch immer, Götter zu machen, mit ihnen zu sprechen, obwohl sie ja keine Antwort erhielten, trotzdem haben sie mit ihnen gesprochen. Und wir sehen auch das Volk Israel, das für uns ja eigentlich als Vorbild gilt, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala hat das für uns als Vorbild gemacht, in vieler Hinsicht, vor allem auch in einer Hinsicht, wenn man ungehorsam ist, was mit einem Volk passiert. Die Israeliten wurden oft genug bestraft. Und selbst das Volk der Israeliten ist es ja schwer gefallen, als wir gesehen haben, als Musa a.s. das Volk von der Knechtschaft der Ägypter befreit hat und sie ins gelobte Land führen wollte, was haben sie gemacht? Kaum war Musa mal ein bisschen weg, um mit Allah eine Unterhaltung zu führen, haben sie angefangen, Götzen zu bauen. Obwohl sie wussten, es gibt nur einen Gott, es gibt keine Gottheit, haben sie trotzdem sich überreden lassen, von welchen Aufstichler, einen Götzen zu machen. Also der Mensch ist in dieser Beziehung schon schwach, aber wenn er sich dran hält an den Botschaften der Propheten, dann bleibt er stark und wendet sich keinen anderen Gott zu. Das ist eben die Sache. Das Herz, das der Begriff Kalb, das arabische Wort Kalb, was eigentlich bedeutet, dass sich wenden. Weil unser Herz wendet sich immer eine Sache zu. Und wir sollten uns den Propheten zuwenden. Und von den Propheten kam die Wahrheit. Jesus, also Isa, hat nie verkündet, betet mich an. Das haben die Menschen nach ihm gemacht. Isa hat das Wort Allahs verkündet. Und er hat sie aufgerufen. Und Isa kam nur zum Volk der Juden, also zum Volk der Israeliten. Jesus kam nicht zu irgendwelchen Heiden oder jemand anders. Israel, deshalb Isa hat auch nur seinen Rundlauf gemacht in Palästina und nicht irgendwo anders. Er ist nicht nach Rom gegangen, hätte auch gehen können oder nach Ägypten, nein. Er blieb dort, denn das war sein Gebiet, da war der Stamm der Israelis, der größte Stamm der Israeliten und dort sollte er predigen. Er sollte sie wieder zurückholen auf dem Weg zu Allah, weil das Volk Israel, damals die Schriftgelehrten, sehr viel Murks gemacht haben mit ihren Schriften. Sie angefangen haben, privilegiert zu sein, wie es heute die Politiker machen. Die Politiker haben Immunität, sie können machen für sich, was sie wollen, keiner kann sie belangen, so im Großen und Ganzen. Und das haben die Schriftgelehrten der Juden auch gemacht damals. Die hohes Ansehen hatten, die Persönlichkeiten waren, sie standen über dem Gesetz und die anderen wurden gleich knallhart bestraft. Drum ist er auch den Vorwurf gemacht hat, als meine Frau steinigen wollte, wenn von euch jemand ohne Sünden ist. Er hat diese Punkte angesprochen, aber die schlauen Bischöfe, die haben das dann ganz anders ausgelegt. Haben die Botschaft von Isa total verändert. Darum haben wir heute das Christentum. Das Christentum dürfte es so nicht geben. Allah hat nicht gesagt, macht da eine neue Religion und wetteifert umeinander. Das kommt nicht von Gott. Haben die Menschen selber gemacht. Und man kann alles nachvollziehen. Allah subhanahu lässt die Wahrheit immer offen. Es liegt an den Menschen, sich zu befassen. Aber heutzutage, ja, uns geht so gut, ich brauche Gott nicht, es gibt keinen Gott und ich habe hier alles. Tja, das Beste ist immer, ein Flugzeug, wenn es den Absturz sich befindet, auf einmal sind die größten Atheisten, werden auf einmal gläubig werden. Ja Gott, wenn es dich gibt, dann bitte bewahre mich vor dem Absturz, vor dem Tod von Gefährten. Dann auf einmal finden sie den Weg zu Gott, seltsamerweise. Ne? Davor große Atheisten, großes Mundwerk, wenn der Tod sich ihnen näher stellt, auf einmal werden sie dann gläubig. Aber es dürfte nur einen Lebensweg gehen. Und der Lebensweg ist der Islam. Also Islam einfach ein Gottergebener zu sein. Vielleicht sollten wir Muslime anfangen, diesen Begriff Muslim und Islam einfach nur in der jeweiligen Sprache des Landes umzusetzen, zu übersetzen und einfach sagen, ich bin ein Gottergebener. Vielleicht würden die das besser kapieren. Weil unter Islam und der Muslim haben sie heute so, naja, Saudi-Arabien, die Terrorangriffe, das und das. Wenn ich mich aber einfach vorstelle, ich bin ein Gottergebener. Ich gebe keiner fremden Frau die Hand, denn ich bin ein Gottergebener. Ich denke mal, die Leute würden das ganz anders auffassen. Wenn ich sage, ich bin ein Moslem, ich gebe aus religiösen einer Frau keine Hand, ja, du bist ein Frauenverachtender. Hat damit gar nichts zu tun. Aber wenn ich vielleicht immer komme, ich bin ein Gottergebener, vielleicht nimmt man da irgendwie mehr Respekt. Aber wie denn auch sei, auch wenn wir das machen würden,
Die Menschen kämpfen gegen alles. Es wird immer welche geben, die gegen die Botschaft Allahs kämpfen. Die wird es bis zum Schluss geben. Wir Muslime sind immer eine Herausforderung ausgesetzt. Aber, das auch Gott gewollt, denn Allah subhanahu möchte so schön, die Wahren von den Heuchlern, von den Falschen, von denen zu unterscheiden. Und Allah subhanahu bietet uns natürlich auch etwas Gutes, weil die anderen nicht bekommen. Nämlich das Paradies. Das ist mal das, an was wir immer festhalten sollen. Für die Erschwernis, die ich bekomme, gibt mir Allah subhanahu das Paradies. Jetzt der Ramadan. So viele können es nicht begreifen. Was, ihr dürft nicht mal was trinken? Auch trinken dürft ihr nicht? Und das 18 Stunden oder 16 Stunden? Ja, wo ist das Problem? Als ob der Körper gleich sterben würde. Heute viele Ärzte sagen, dass das Fasten den Körper ganz gut tut. Trotzdem kommen noch so viele daher. Und dann, dafür, dass wir fasten, werden wir von Allah belohnt. Alle die, die ihre Bäuche vollstopfen, die meinen, ich brauche mich nicht erziehen, sollen so leben. Sie haben auch dann in anderen Disziplinen große Probleme. Alhamdulillah, dieses Oruj, dieses Fasten, ist hier für uns was Gutes. Denn wirklich, wir erziehen uns auch. Nicht nur jetzt auch im Fasten, wir können dann in vielen anderen Gebieten uns viel mehr disziplinierter nehmen, weil wir einfach wissen, ich muss jetzt nicht alles haben. Ich kann Nein sagen. Und das ist wirklich, auf das Essen zu verzichten, ist wirklich eine ganz gute Erziehung. Wirklich zu sagen, ich kann verzichten, dann kann ich auch mal auf andere Sachen verzichten. Aber die, die sich ihre Bäuche vollstopfen, sie wollen auf nichts verzichten, sie wollen alles haben. In diese Welt, Allah subhanahu mag es ihnen geben. Im Jenseits werden sie davon nichts mehr haben. Im Jenseits wünschen sie sich, sie wären unter denen gewesen, die gefastet hätten. Leider hat sich gerade auch bei der Jugend der Trend schon eingeschlichen, ich fühle mich zu schwach zum Fasten, ich habe Prüfungen, ich habe Schule, ich kann nur 3 Stunden fasten. Nun, wenn ihr euch nicht erziehen wollt, bitteschön. Es ist ja kein Zwang. Es ist frei. Lebt ein Islam, lebt kein Islam. Allah subhanallah sagt uns zwar, wir sollen Muslime sein, aber er zwingt uns nicht auf diese Welt. Wir haben einen freien Willen. Ob ich jetzt, ich bin hier ganz alleine, ob ich jetzt in den Kühlschrank gehe hier und mir was raushol, es sieht keiner von den Menschen. Also ich hätte... Wer will mir was antun? Da kommt nicht wie es in Saudi-Arabien immer so programmiert wird, da kommt zur Scharia-Polizei, was auch immer. Gibt sie nicht. Es sieht mich keiner. Ich kann hinten gehen und holen, aber ich weiß, ich mache es für Allah. Ich bin Muslim, ich bin ein Gottergebener. Ich bin nicht der Perfekte, aber ich möchte wenigstens das, was in meinen Möglichkeiten steht, möchte ich machen. Und dazu gehört es, ich schaffe es zu fasten. Ich schaffe es zu beten. Denn Allah subhanallah, er legt mir nicht auf, was nicht möglich ist. Es ist einfach nur ein Bewusstsein. Bin ich mir bewusst, Muslim zu sein, dann habe ich damit keine Probleme. Und bin ich mir bewusst, dass ich von jemand erschaffen wurde, dann finde ich auch den Weg zu meinem Schöpfer. Es ist alles nur ein Bewusstsein. Ich kann mich dumm stellen. Ich kann machen, was ich will, dann bleibe ich halt einfach dumm. Okay, es gibt keinen Gott. Ich stamme von Affen ab, gib mir bitte die Banane, ich habe Hunger, denn ich möchte doch irgendwas in mir von Affen spüren. Und ab und zu versuche ich auf den Baum zu klettern, okay, meine Hände sind ein bisschen anders geworden, dann hole ich halt eine Leiter, irgendwie klappt das schon. Gut, wenn ich so dumm sein möchte, dann renne ich den hinterher. Aber wenn ich meinen Verstand ein bisschen benutze und drüber nachdenke und sage, meine Güte, es ist alles so perfekt, wenn ich zum Himmel raufschaue, wenn ich mich anschaue, den Körper, wenn ich die Umwelt anschaue, wenn ich die Tiere, alles anschaue, dann kann ich nur zu dem Schluss kommen, es muss einen Schöpfer geben. Denn wie sagt das so schön, ein Beduine, und als Beduine wird eigentlich, war damals auch, wird eigentlich einer bezeichnet, der wohl kein Wissen hat, also nicht gebildet ist. Nicht unbedingt ein Dummkopf, aber nicht gebildet. Nicht großes Mathe-Genie oder das. Und trotzdem, der hat gesagt, wenn ich in der Wüste laufe und ich sehe vor mir Fußspuren und ich schaue mich um und in der Wüste kannst du Kilometer weit sehen, wenn ich gerade der Hügel ist und ich sehe keinen, dann weiß ich doch, dass hier dieser Fußabdruck ein Mensch da gewesen sein muss, sonst wäre der Fußabdruck ja nicht da. Aber wenn ich mich umschaue, ich sehe weit und breit keinen. Also könnte ich sagen, okay, der Fußabdruck, er war wohl für immer da. Der muss immer da gewesen sein, ich sehe keinen Menschen. Nein, der einfache Beduine, er kapiert und begreift und sagt, da war jemand da. Und dann sagt er der Beduine, ich schaue zum Himmel hoch und ich sehe die Sterne, ich sehe den Mond und sehe vieles andere. Da weiß ich, das muss jemand gemacht haben. Es kann nicht von selber kommen. Und wenn der einfache Beduine, der einfach nur seine Logik benutzt und kein Wissenschaftler ist, dahinter kommt,
Wie können wir heute in unserer Zeit, da uns so viel offen ist, da wir so viel bestaunen können, wie können wir da einen Schöpfer verneinen? Wir haben ja schon so viele Einblicke in den Weltraum. Die Faszination der Planeten, wie sie ablaufen. Wie kann man dazu zu dem Schluss kommen, dass es einfach von nichts gekommen, ohne irgendeinen Architekten, ohne jemand, der das steuert. Ohne dem. Wenn wir unsere Erde betrachten, unsere Erde, dieser Winkel überhaupt, es ist keine runde Kugel, wie man uns als Kinder vielleicht beigebracht hat. Es ist ein bisschen eiförmig und dieses Ei steht auch nicht aufrecht, ein bisschen geneigt und es dreht sich so. Es ist wahnsinnig. Mit der gleichen Geschwindigkeit, mit dieser Position, mit dieser Neigung, alles hat einen Sinn. Und dann kommt daher und sagt, er stammt von Affen ab. Kapiere ich hier gar nicht. Das habe ich schon als kleines Kind nicht kapiert. Und ich bin jetzt nicht gerade der Intelligenteste. Verstehe ich gar nicht. Wie können es dann Leute, die, was weiß ich, Mathe-Genie sind, wo das noch viel schneller drauf kommen könnten, dass die Erde nicht von selber kommen kann. Aber was wollen wir machen? Das ist eben der freie Wille. Und den freien Willen hat der Mensch und der Djinn. Auch in den Djinn gibt es solche Dummköpfe. Aber es gibt auch in der Djinn Muslime. Aber wenn wir im Grab liegen und uns der Todesengel fragt, wer war dein Rab, wer war dein Gott, dann erkennen wir, wie dumm wir waren. Wir verfluchen uns selber schon im Grab. Und am nächsten Tag verfluchen wir uns. Und wenn wir in der Hölle sind, verfluchen wir uns. Es hört nicht mehr auf, dass der elendige Mensch, der sich selbst das zuzuschreiben hat, sich selber verflucht. Wahnsinnig. Jetzt hat er die Möglichkeit. Aber er lässt sich gerne ablenken. Meine Güte, was ist so schlimm? Wirklich, was ist so schlimm zu sagen, ich akzeptiere, es gibt einen Schöpfer. Weil ich einfach die Dinge so wahrnehme, ich kann nicht leugnen, es gibt es. Ich akzeptiere es, wo ist das Problem? Warum will ich mich auflehnen? Schau jetzt in der Corona-Zeit. Wie lassen sich die Menschen manipulieren, das gibt's nicht. Wie viele rennen mit Mundschutz rum, der gar nichts bringt. Natürlich, er mag ein bisschen verhemmt klingen. Er hindert diese Bakterien nicht, die wo ich ausspucke. Beim Reden, beim Husten oder sonstiges. Er vermindert es nur. Aber dennoch, sie wandern umher. Trotzdem glauben sie dran, das Tuch ist und Wahnsinn einfach. Da lassen sich alles aufschwätzen, wo man wirklich drüber nachdenken könnte, oder gut, nachdenken der normale Mensch vielleicht nicht, aber es auch genug andere Stimmen gibt, die wo sagen, es ist schwachsinnig, unsinnig, so viel aufgebauscht. Wir haben immer Kranke, es gab immer, jede Winterzeit kommen irgendwelche Erkältungen, irgendwelche Viren. Und jedes Jahr bei normalen Grippe sterben mehr wie bei diesen. Trotzdem macht man jetzt einen Wirbel draus. Ein Wirbel. Natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, was absondern soll, dann mache ich es. Wenn es heißt, ältere Leute sind davon gefährdet, ist klar, dann nehme ich Schutz. Aber was jetzt gemacht wird, entspricht dem ja nicht mehr. Da akzeptieren so viele. Die größten Atheisten akzeptieren das gleich. Wenn es aber um den Schöpfer geht, zu sagen, es gibt einen Gott, haben sie Probleme. Obwohl es mit dem, du brauchst kein Gelehrter sein. Du kannst ein Sonderschüler sein. Oder heute sagt man Förderschule. Du kannst ein Bauer sein, du kannst ein Gelehrter sein. Du kannst alles sein. Das kann jeder wahrnehmen. Aber so Panala hängt den Glauben nicht davon ab, ob du ein großer Gelehrter bist. Ein großer Gelehrter mag es vielleicht leichter nachvollziehen können oder hat seine richtigen Beweise. Aber ich kann auch als dummer Mensch, kann ich den Weg zu Gott finden und brauche keine Beweise. Weil hier das Herz ist besser wie oben der Verstand. Der Verstand hat schon viel in die Irre gebracht. Das Herz nicht unbedingt. Wenn Herz und Verstand zusammenarbeiten, bringt dich keiner vom Weg weg. Tja, aber was will man sagen? Ich meine, das ist der freie Wille, den uns Allah gegeben hat. Du kannst selbst entscheiden. Aber Allah Subhanallah sagt nicht, mach was du willst, das Leben gehört dir, die Welt gehört dir. Er gibt uns die Gebote, nur er zwingt uns nicht. Er könnte uns zwingen. Er könnte einen riesigen Thron mitten aufs Meer, auf den Ozean reinpflanzen, also raufsetzen, und könnte einen mächtig großen Engel draufsetzen. Und dieser Engel wird dann sagen, zum Beispiel 12 Uhr mittags, O Insan, O alle Menschen, jetzt ist die Zeit zum Beten. Und keiner wird kommen und sagen, ja, zeig mir mal deinen Gott. Wo ist denn dein Gott? Wir hatten alle so viel Ehrfurcht vor den Engeln, weil ein riesiger Thron auf dem Meer platziert ist und ein riesiger Engel drauf sitzt. Er mag sogar lächeln, sonstiges, keiner wird sich dem widerstehen. Keiner. Obwohl wir auch vielleicht da den freien Willen hätten. Keiner wird es machen. Weil wir doch innerlich die Angst haben und sagen, meine Güte, der Engel ist so riesig, wenn er einmal vielleicht Luft einzieht, zieht er mich mit ein und verschlingt mich vielleicht dabei.
Wollen wir nicht die Barmherzigkeit und die Gnade erkennen, die uns Allah subhanahu gibt? Er hat so eine fantastische Welt geschaffen. Er hat uns so viele Möglichkeiten gegeben, was wir aus dieser Welt machen können. Allein aus dem Produkt Erdöl, was wir alles aus Erdöl machen können. Nicht nur als Fortbewegungsmittel Benzin und Diesel, sondern viele Sachen. Plastik, alles aus Erdöl. Das ist ja wahnsinnig. So viel Produkt aus Erdöl können wir machen. Das gibt uns alles. Denn wenn Allah subhanahu uns das nicht, die Möglichkeit nicht gäbe, dann wären wir auch wirklich so wie die Neandertaler, wie uns gern weiß machen würde, wir hätten in Höhlen oder sonstiges gehaust. Dann wären wir heute noch da und wären nicht woanders. Wir wären nicht hier bei der Technik. Ihr könntet mich heute nicht übers Internet sehen. Und wir hätten vielleicht diese Moschee noch gar nicht. Wir hätten vielleicht im Freien irgendwo gebetet oder was auch immer. Oder wäre das der Fall gar nicht. Also, benutzt euren Verstand. Denkt mal wirklich drüber nach und schaut, wir sind überall allen was ausgesetzt. Wir haben nicht diese Freiheit, die wir gerne möchten. Wir reden davon, aber wir haben sie nicht. Wir werden überall eingezwängt. Jetzt mit der Corona-Krise könnt ihr besser sehen, wie ihr eingezwängt werdet. Heute müssen wir uns einen Maulkorb verpassen. Ich habe meine ganzen Theorien dazu, will ich jetzt hier nicht erörtern, sonst zähle ich auch mal als Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Aber mein Leben ist schon ziemlich vorbei. Ich habe mein Alter erreicht, wer weiß, wie viele Tage, Jahre, Allah subhanahu mir noch gibt. Ihr seid die meisten, wo du zuschauen, sind noch alle jung, ihr habt noch viel vor euch. Ihr werdet sehen, was alles läuft. Aber auf der anderen Seite, eine Hoffnung haben wir auch. Sie planen die sogenannten Welterneuerer oder was auch immer, doch sie vergessen immer, dass Allah der bessere Plan ist. Sie können viele Pläne schmieden, doch im Endeffekt Allah subhanahu ist immer der, das ändert. Denkt man an den Kommunismus, wie hat Allah subhanahu den Kommunismus fallen lassen? Und all dieses, was die Menschen nehmen, wie viele große Reiche gab es und Allah hat sie alle zusammenstürzen lassen. Und auch die, die jetzt die Billiarden in ihren Händen halten, dass den meisten Topf, 50, vielleicht 80% des ganzen Geldes behalten ein paar Leute unter sich und der Rest hat nichts und sie können regieren, was sie wollen, aber schau, sie gehen alle dahin. Der reichste Mensch der Welt oder der mächtigste, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der über 100 Jahre alt geworden ist und sich Herzen gegönnt hat, er ist jetzt auch tot. Was will es mit dem? Seine Macht unter der Erde ist alles verschwunden. Das soll uns überlegen gehen. Denn eins ist sicherlich ganz gewiss, der Tod wird jeden ein. Und selbst wenn die Medizin, was er entwickeln wird, dass der Körper langsamer altert, vielleicht erreichen wir wieder einen Lebensdurchschnitt von 1000 Jahren, wie es zur Zeit von Adam und Noah war. Und dann sterbt er halt mit 1500. Aber sterben werden wir sowieso. Und wir werden eines Tages unseren Schöpfer stehen. Und es ist nicht von der Logik besser zu sagen, ich glaube lieber, bevor ich sage, es gibt keinen Gott und dann sterbe ich, dann auf einmal macht sich ein Schöpfer bemerkbar. Ist doch schon von der Logik besser her. Was verliere ich denn, wenn ich sage, ich glaube? Was verliere ich? Ich verliere gar nichts. Wenn ich aber sage, ich glaube nicht, dann verliere ich alles. Wenn ich sage, ich glaube nicht, dann möchte ich alles haben auf dieser Welt. Denn für mich gibt es ja danach nichts. Ich betrüge die Leute, ich bescheiße alles Mögliche. Ich bereichere mich, ich töte, mache, was ich will. Nur weil für mich nach dem Leben nichts weitergeht. Aber als Gläubiger weiß ich, dieses Leben ist nur vorübergehend, es ist kurz, es ist nicht alles, um was es geht. Also halte ich mich zurück. Ich muss nicht alles haben. Ich verhalte mich gut meinen Mitmenschen, weil ich weiß, es gibt einen Tag der Abrechnung. Ist doch viel besseres Leben, oder nicht? Jetzt haben zurzeit eure Teufelsstätten haben alle geschlossen. Alle Diskotheken, Puffs, Spielcasinos, alle haben geschlossen. Schaut, alle haben geschlossen. Was wollt ihr machen? Ihr müsst euch denen trotzdem fügen. Fügt euch alles, was Panala uns erschaffen hat. Erschaffen aus Erde und später lässt uns erschaffen aus Samen, aus einem einzigen Tropfen. Sind es nicht wunderbare Dinge, wo man darüber nachdenken sollte, wo man den Weg zu seinem Schöpfer findet, wo man seinen Iman, seinen Glauben vertiefen kann oder die andere zum Glauben finden? Aber nur die Törichtkeit. Und die wird es halt immer geben. Achso, wir machen. So, ich beende für heute. Wir haben genug geredet, wollen die Zeit nicht überspannen. Ich danke fürs Zuschauen. Und inshallah werden wir uns morgen dann wieder sehen und hören. Und ihr wisst ja, es wird dann auch auf YouTube dann hochgemacht, die wo nicht alles davon konnten oder keine Lust hatten. Könnt euch später auf YouTube anschauen. Dann inshallah wird das was werden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir.